Quartierentwicklung Lenge ist ein Projekt vom Bund, Kanton und von Gemeinde, das gemeinsam versucht, die Quartierentwicklung weiterzubekommen. Und hier geht es vor allem darum, Menschen, die hier wohnen, einander näher zu bringen, verschiedene Kulturen zusammenzubekommen und zusammen miteinander, mit der Bevölkerung, mit den Bewohnern, neue Projekte zu eröffnen und zu erarbeiten. Unter anderem haben wir bereits einen Spielplatz einweihen können. Wir haben die Sammelstelle für Abfall einweihen. Wir haben verschiedenste andere grosse Projekte, die in nächster Zeit auch werden umgesetzt werden. Heute sind wir eigentlich hier, weil wir ein Fest haben organisiert. Das ist auch zusammen in der Quartierentwicklung ein ganz wichtiger Punkt, dass wir eben miteinander zusammen etwas unternehmen können. Das Fest ist organisiert worden aus der Bevölkerung. Die Bevölkerung von der Länge, die haben zusammen miteinander organisiert und ein kleines OK gegründet. Sie haben alles zusammen selber aufgestellt und alle haben einander geholfen. Es war wirklich eine Freude, um zu sehen, die vielen verschiedenen Nationen, die hier miteinander zusammen ans Werk gehen und miteinander zusammen arbeiten. Wir von der Quartierentwicklung Lenge sind sehr froh, dass wir heute die Streetsoccer-Anlage einweihen können. Das ist ein weiterer, ich würde jetzt mal sagen, ein kleiner Meilenstein in der Quartierentwicklung hier. Wir haben etwas, was jetzt auch die älteren Jugendlichen dazu können brauchen, für ihre Freizeit aktiv zu gestalten. So wie wir jetzt so vor einer Zeit können den Spielplatz einweihen können. Und die beiden Sachen sind da, dafür da, dass die Jugendlichen von der Lenge, von jung bis alt, eine gute Möglichkeit haben, die Freizeit zu gestalten. Meine Aufgabe als OK-Präsident war, das Lenge Fest wieder nach 10 Jahren ins Leben zu rufen. Und wie wir sehen, bei super Wetter und tollem Publikum hat es eigentlich recht gut angefangen. Und ich hoffe, es geht weiter so die nächsten zwei Tage. Gibt's nicht der Tag, die Besitz Leute da, es trifft mich wie der Schlag. Und ich merke, es macht sie fertig, sie sagt, sie bitte sie ehrlich. Ihre Stimme steht am Zittern, doch ich bin keine Erklärung. Ich will wissen, wie's dir geht, ich will wissen, was du schreibst. Bist du gerade am Texten, ich will wissen, was du schreibst. Ich finde es total eine lässige Sache, das Lenge Fest, weil sich hier Kulturen so vermischen und man miteinander an den Tisch sitzen kann, zusammen essen und trinken und über einen anderen ein bisschen etwas erfahren. Ich kann es nicht verstehen, sie haben gesagt, es wird lang, wenn du brechst, sind wir ja. Mein Gott, ich hoffe und ich bete, es ist nicht wahr. Ich schreibe dir den Brief, denk an dich jeden Tag. Ich hoffe, dass du ihn kriegst, Bro, bitte bleib stark. Es ist ein Moment, ich kann mich gerade für verlieren. Es ist ein Moment, in dem die Fehler passiert. Es ist ein Moment, in dem man nicht überlegt. Und Freiheit wird den Gutkindern ersetzt. Es ist ein Moment. Ich mach dir Sicherheitsdienst. Und das Längefest beweist heute wieder mal, dass jene Kulturen zusammen wunderbar können festen und dass es wunderbar klappt. Ich guck auf mein Handy, es fällt ja nur noch ein Album von Nancy. Was soll das sein, Bruder? Mann, ich mein's ernst. Und die Wahrheit dauert mir direkt in mein Herz. Ich steig ein in die Bahn und zähle jede Station. Reden ja eines wird schon gut, denn wir reden das schon. Doch ich weiß, shit, verdammt. Wir hoffen beim Andy vom Projekt Dürpa, dass wir den Elan, den wir jetzt hier mit drin haben, können mitnehmen. Das heisst mitnehmen, mitnehmen in der Länge, aber auch mitnehmen im ganzen Dorf Bratteln. Die Erfahrungen, die wir jetzt hier gemacht haben, die möchten wir können nutzen und umsetzen in den anderen Quartieren in Bratteln. Weil auch dort ist es nötig, dass man sich etwas Neues einfallen lässt von der Gemeinde aus und dass wir den Leuten helfen, sich zu entwickeln. Es ist kalt, hier ist tausende von Frauen, wir zeigen Bilder von den Homies, doch ich tue sie nicht verraten. Ich sag aus, doch sie glauben kein einziges Wort. Ich und meine Jungs wissen, Schweigen ist dort. Jetzt sind sie, doch jetzt ist es zu spät. Haben genug überlegt, wenn die Zeit nicht vergeht. Hätte sich das gelohnt? Nein, hätte sich nicht. Denn Freiheit und Gottesstein ersetzen sich nicht. Ersetzen sich nicht.